Gut gemeint ist halt nicht immer auch gut gemacht. Und damit herzlich willkommen in meiner kleinen Newsküche. Schön, dass ihr alle wieder dabei seid. Und falls du neu dabei sein solltest, hoffe ich, dass dir diese Art der Videoberichterstattung gefällt und wir uns vielleicht dann demnächst öfters sehen. So, zum Thema. Einige von euch haben es vielleicht schon mitgekriegt. Es gibt so eine Kampagne im Internet unter dem Hashtag AfD nie. Und wie ich eingangs sagte, gut gemeint ist halt nicht gut gemacht, wenn man einer Überzeugung nachhängt, wie die Initiatoren dieser Kampagne. Und ich gestehe diesen ihre Überzeugung auch zu. Und wenn sie versuchen, ihre Überzeugung auch zu propagieren und nach außen zu tragen und zu sagen, Leute, guckt mal hier, schaut mal da und so weiter, dann kann man das mit Hochglanzbildern auch immer schön machen. Was dann aber passiert, wenn die Gegenseite, gegen die man schießt, ja, sich anfängt zu wehren und das tun in der heutigen Zeit und auch mit Hilfe des Internets immer wieder und immer mehr Leute, ja, dann kann das ganz, ganz schnell zum Bumerang werden. Und ich möchte jetzt gar nicht großartig auf diese Kampagne bzw. die Gegenkampagne unter dem Hashtag AfD ja eingehen. Darüber hat Kolja von Aktien mit Kopf schon ein sehr gutes Video gemacht, welches ich euch auch unten verlinkt habe. Was ich euch einmal zeigen möchte, ist eine Gegenüberstellung dieser, ja, ich sag's mal, eine Gegenüberstellung dieser Plakate. Und da könnt ihr dann natürlich selber entscheiden, jetzt, ne, ist das Plakat ansprechend, ist das Plakat, ja, stößt mich das ab oder wie auch immer. Es ist eure Entscheidung, ja, und wie ihr das wahrnehmt. Und achtet mal selbst darauf, wie ihr diese Sachen wahrnehmt. Und genau deswegen habe ich jetzt einfach willkürlich 10 Bilder von jeder Seite genommen, also einmal von der Kampagne unter dem Hashtag AfD nee und unter dem Hashtag AfD ja und stelle sie auch in völlig beliebiger Reihenfolge gegenüber. Und der Fairness halber, und das gehört halt auch zu diesem Kanal dazu, habe ich nicht nur das Video von Kolja unten verlinkt, sondern auch die Webseite zu der entsprechenden Kampagne und wo die anderen Bilder auch herkommen. Daher wünsche ich dir, wie soll ich sagen, viel Spaß. Viel Spaß. Ich wünsche dir viel Spaß beim Betrachten dieser besagten Bilder. Ich hoffe, dass dir die Musik, die ich in den Hintergrund gelegt habe, auch zusagt, weil das ist so mein persönlicher Musikgeschmack. Aber naja, ihr wisst ja, über Geschmack lässt sich bekanntlich streiten. Und daher wünsche ich dir jetzt schon mal, auch ohne Fazit, einen wirklich, wirklich tollen Tag. Ich wünsche dir beste Gesundheit und vielleicht sehen wir uns ja beim nächsten Mal wieder.